Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es wieder einen Apfelkuchen, aber das Rezept ist aus meiner Heimat. Und wir nennen diese Apfelkuchen Charlotka. Es wird ohne Butter, ohne Öl gebacken und so wird es aussehen. Es geht sehr schnell mit dem Teig, Äpfel rein, fertig. Schaut, wie toll es weich. Geht wieder zurück. Richtig schöne, lockere, weiche Kuchen. Dazu kann man natürlich Sahne servieren. Wir lieben das zum Beispiel mit Vanillesoße dazu geben. Und schaut, wie weich ist der unser Kuchen. Richtig weich. Locker wie eine Watte. Sehr, sehr weich. Und wenn ihr Interesse habt, wie backe ich diese Kuchen, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr diese Kuchen nachbackt. Als erste werden wir Backofen anmachen auf 180 Grad Ober-Unterhitze zum Vorheizen, weil es alles andere geht ziemlich schnell. Erstmal bereiten wir den Äpfel vor. Ich habe jetzt abgewogen und schon saubere Gewicht ist 500 Gramm Äpfel, schon geschälte. Ich habe die geschält, die Kernhäuser rausgenommen und in so eine dünne Spalten geschnitten. So dünn. Und dass sie nicht so schnell braun werden oder wenn eure Äpfelchen etwas süßer, es besser hier ein bisschen Säure dazu geben. Deswegen gebe ich einfach ein bisschen Zitronensaft vermischen. Dann haben wir ein bisschen Säure und die Äpfel werden nicht so schnell braun. Stellen wir an die Seite und werden wir unseren Teig zubereiten. Wir brauchen 4 Eier, Prise Salz. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in der Beschreibung. Dann kann man oder Vanillenzucker nehmen oder Vanillepaste. Ja, ich nehme so ungefähr 1 Teelöffel und werde den Zucker anrieseln und ungefähr fast so 5 Minuten aufschlagen, dass wir richtige schöne, so eine schaumige Masse haben. So, schaut ihr, was für so eine Masse ist geworden. Richtig schön, cremig, luftig und es ist wichtig, dass der Zucker wird aufgelöst. Deswegen müssen wir auch etwas länger aufschlagen. Jetzt nehmen wir den Sieb, abgemessene Mehl und Backpulver und sieben wir das alles durch. Und jetzt werden wir auf die niedrigste Stufe umrühren. Es kann man auch mit den Löffeln umrühren. So, fertig. Wie wir das gemerkt haben, wir machen den Teig ohne Fett, ohne Butter, ohne Öl. Nur Eier, Zucker und Mehl. Und jetzt unsere geschnittenen Äpfel geben wir komplett in den Teig. Verrühren wir und deswegen schneiden wir auch unsere Äpfel ziemlich dünn, dass die schön gar werden. Schaut ihr, was für so eine luftige Masse wird. Richtig luftig. Meine Form ist 26 cm. Ich habe das etwas angefettet und ein Esslöffel Mehl dazu gegeben und jetzt werde ich einfach das verteilen. Und jetzt geben wir unseren Teig rein. Was habe ich noch vergessen zu sagen? Ihr könnt ja auch gleich den Zimt in den Teig reinrühren. Ich mache es aber oben drauf, dann haben wir eine sehr leckere Kruste oben drauf. So, ein bisschen stützen, dass es alles gleich wird. Und dann gebe ich auch mit dem Sieb den Zimt. So eine leichtere Schicht.
So, jetzt geht es in den Backofen und wird gebacken ungefähr so zwischen 30 und 45 Minuten. Wie gesagt, nach Art eures Ofens oder wie groß nehmt ihr die Form. Ich werde euch dann später sagen, wie lange es bei mir gedauert. Nach 20 Minuten meistens decke ich mit dem Backpapier oben drauf, dass es nicht verbrennt. Und unbedingt Stäbchentest machen. So, es sind jetzt 40 Minuten vorbeigegangen und dann schauen wir nochmal nach. Ich habe schon mal probiert, es ist alles schön trocken. Jetzt können wir unseren Kuchen rausnehmen und abkühlen lassen. Wir können aber Ring gleich abmachen. Einfach ganz vorsichtig mit dem Messer drumherum gehen. Und jetzt können wir ihn richtig abkühlen lassen. Er kann man auch lauwarm essen, aber ein bisschen muss er sich beruhigen. Und am besten, wenn ihr jetzt mit dem Backpapier auf ein Gitter rüberschiebt, fürs bessere Abkühlen, dass der unten nicht schwitzt. Einfach mit Backpapier rüberziehen. Und wenn er es abgekühlt, dann kann man auch auf die Tortenplatte rüberziehen. So, meine Lieben, der Kuchen ist natürlich noch richtig lauwarm, aber es kann man nicht erwarten und mal ausprobieren, wie schmeckt es. Es ist sehr, sehr weich und locker. Sehr locker. Schaut. Wenn man drauf drückt, dann hört man richtige Knistern von der Luft, was wir dann ausdrücken. Habt ihr aber keine Angst, dass er so dunkel ist? Es ist wegen Zimt. Und jetzt geben wir natürlich ein bisschen auch Puderzucker. Sehr freundlich aussieht. Und jetzt schneiden wir auch ein Stückchen ab. Schaut ihr, wie das Messer geht rein. Richtig besser als im Butter. Schaut ihr, wie warm ist der, so weich. Schaut ihr, richtig weich und saftig, hat so viel Äpfel, wirklich sehr, sehr lecker Kuchen. So, liebe Freunde, wir sind wieder mal fertig und ich würde euch wirklich empfehlen, das nachzubacken. Es geht wunderbar schnell und schmeckt sehr, sehr lecker. Und natürlich würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und schaut, wie locker ist unser Kuchen. Richtig wie eine Watte. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!